Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Oberlausitz beim Jakub Pavlaschewik. Ja, ich bin jetzt mal gerade dabei, das Schneidwerk zu tauschen. Ich muss auch gucken, wo das andere Ding überhaupt ist. Also das ist, war ja jetzt das, was wir für die Sonnenblumen verwendet haben. Es regnet im Übrigen immer noch, der Traktor ist schon am anderen Feld. Und so. Jetzt ist die Frage, wo ist das andere? Da steht das andere. Den hebe ich da einfach so runter, ganz ehrlich. Da nehme ich jetzt nicht den Anhänger mit. Ich glaube, wir können sowieso irgendwie querfeldein dann auch fahren. Und die Frage, ob wir das Soja jetzt schon runterbekommen oder ob wir wirklich warten müssen, bis dieser blöde Regen weg ist. Ja. Steht natürlich... Ne, steht richtig rum. Okay, alles klar. Komme ich hier rein oder hänge ich fest? Nicht? Es geht. Es wird funktionieren wahrscheinlich. Oder auch nicht. Es ist alles zu eng hier auf diesem Hof. Scheiß hier. So. Können wir es anhängen? Haben wir dran? Jetzt so neu. Das Ding ist ja nicht breiter als das andere da. Das ist deswegen. Bin mir auch gar nicht so sicher. Ist es wirklich so, dass die Landwirte bei Regen nicht ernten? Ich meine, bei Getreide kann ich es mir vorstellen, aber bei Soja und so ein Zeugs? Wir schauen gleich einfach mal, was das System dazu sagt. Normalerweise gibt es ja immer eine Warnung. Hier, pass mal auf, das regnet. Da kriegst du weniger, wenn du das jetzt machst, ne? Das Feld ist auch eine Nummer größer, würde ich mal behaupten, oder? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Achso. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal einmal auf den Wetterbericht. 14, 18. Um 19 Uhr wird es aufhören zu regnen. Und wir haben 15 Uhr. Wie sieht's morgen aus? Tag 4. Es ist bedeckt, okay? Dann machen wir Folgendes. Um 19 Uhr fange ich nicht mehr an. Dann gehen wir jetzt eine Runde schlafen. Dann kann das über Nacht abtrocknen. So ein bisschen. Und dann... machen wir am nächsten Tag weiter. Weil bei bedeckt können wir ja. Es regnet dann ja nicht. So. Sehr schön. Dann würde ich aber hier trotzdem
Einen Helfer drauf ansetzen. Und wird mal eben gucken, was die Kühe machen. Und mit den Kühen ist das Problem, gerade auch die Milchkühe, die haben... Da ist so schnell, dass dort das Futter leer ist. Nahrung 25, 305, okay. Ich glaube, dieser Stall hier ist kein Milchtierstall. Deswegen habe ich hier jetzt diese Angus-Rinder drin. Gesundheit 100%, 30 Tiere. Ich weiß auch nicht, für wann... Ja, ich würde sagen, wir verkaufen in dem Moment, wenn wir große Tiere haben. Genau. So. Schauen, ob wir ein bisschen Stroh reinladen. Ganz kurz gucken, wo hat der denn seinen Auslass an der Seite? Okay, das heißt... Na egal, ich hoffe, ich komme hier an der Toilette vorbei. So, Strohpellets. Na, guck mal an. Wir haben hier dieses, genau, dieses Stroh-Add-on drauf. Was passiert denn hier jetzt? Gar nichts? Doch. Aber man sieht gar nicht, dass sie hier rauskommen. Seht ihr das? Ich weiß auch nicht, warum hier oben jetzt Strohpellets rauskommen sollten. Wir haben ja Ballen da drin. Das wäre ganz normales Stroh. Macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wie ein Koffer kommt da nicht viel raus. Ja, wie war das? Das wird alles angepasst und so weiter, wenn so ein DLC kommt. Also hier sieht man zumindest mal, dass dieses Stroh-Add-on hier definitiv nicht an diese Dinger hier angepasst wurde. Da sind jetzt zwar Strohpellets drin, wie man sieht, aber man sieht nicht, wie sie aus dem Gerät rauskommen. Und das ist ja schon mal wieder ein Fail, ne? Wie man heutzutage so schön sagt. Also Schrott. Ich weiß auch nicht, warum man ein DLC oder eine Modifikation nicht mal so rausbringen kann, dass das auch funktioniert. Ja, hier jetzt auch, ne? Das Ding geht auf, es kommt aber nichts. Seht ihr das? Und es entschließt sich mir auch nicht, warum hier, wenn ich hier Strohballen reingeschmissen habe, warum hier plötzlich Strohpellets rauskommen sollten. Macht auch keinen Sinn. Also kontraproduktiv. Ich werde das auf der Mühlenkreis Mittelland nochmal austesten im Singleplayer, wie das da aussieht. Aber hier ist es absoluter Müll. Muss man jetzt ganz klar mal so sagen. Auch wenn sich die Textur hier unten, die ändert sich auch nicht. Es ist und bleibt Stroh, ne?
Man ist ja auch 100% Strohpellets. Wieder ein Ballen weg. Jetzt wird das Ding leer, außer der Seite kommt aber nicht raus. Ist toll. Und wie gesagt, diese Maschine kann auch Stroh, keine Strohpellets machen. Das ist, ne? Unsinnig. Und Mischration haben wir irgendwie auch nicht. Also Mischfutter. Mischfutter muss ich aber beim Händler kaufen. Das ist auch so ein Teil, ne? Von dem Kram hier wieder reingeht. Ich würde sagen, hier muss ich mir auch so einen TARDIS-Anhänger kaufen. Da geht es ist mengenmäßig mehr drin. Wirkt aber trotzdem nicht übertrieben. Weil ständig zum Händler fahren und neu kaufen ist natürlich auch immer ein Zeitfaktor auch, ne? Gut, in der Realität würde man es halt so machen, aber hier in-game ist es schon manchmal etwas nervig. Okay. Das war jetzt weniger Futter als gedacht tatsächlich. Sehr schön. Doch, Fall. Ah, ich wollte andersrum. Siehst du? Naja, egal. Jetzt habe ich mich selbst verarscht. Ich hätte einfach an der Seite reinfahren wollen, aber naja, gut. So, und jetzt fahren wir nämlich zum Händler. Und holen Neues. Irgendwie wird unser Geld überhaupt nicht mehr. Mit Sonnenblumen verkauft, na gut, okay, das sind dann 50.000 vielleicht. Das ist natürlich auch nichts, ne? November. 14 Grad haben wir jetzt. Na ja, gut, okay. Aber der Drescher müsste inzwischen auch voll sein. Da müssen wir gleich unbedingt hin. Einmal noch einen Anhänger Mischfutter geholt. So. Hier ist jetzt eine Kaufstation.
Ja, und wir wollen Mischfutter haben, Mischration. Start. So. Einmal zumachen. Zurück zum Stall. 5000, okay. Diesmal fahre ich an der richtigen Seite rein. Wenn wir das, die Fütterung fertig haben, dann werden wir zum Traktor hochgucken. Steht das Wasser auf dem Feld? Abkipplerseite links. Warte mal, hat der nicht eben rechts abgekippt? Nee, passt. Alles gut. Muss auf der anderen Seite rein. Einmal rum. Nicht hier rein, sondern auf der anderen Seite rein. Oder ich ändere die Abkippseite auf rechts. Das war ja der große Stall, ne? Ey, ganz ehrlich, ich bin teilweise so vergesslich. Ich weiß nicht, was ich fertig habe und was nicht. Wir waren ja in dem hier, glaube ich, am Start, ne? Kann das sein? Gucken wir mal. Also gut, das war nicht viel. Wir fahren nochmal in den anderen. Junge, 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 Junge. Man wird alt und vergesslich. Das ist echt schlimm. Zeigt hier gar keinen Trigger mehr an, okay. Auch interessant. Sehr komisch mit den Triggern manchmal. Ja, okay, da war er. Guck mal. Jetzt langsam. Ja, und jetzt geht hier auch noch ein bisschen was rein. So, okay, perfekt. Das lassen wir jetzt so. Und jetzt geht's mal hier Abflug zum... ein bisschen schneller laufen. Ja, gut, hier wird nichts. Den müssten wir theoretisch einmal abtanken können.
So, wo ist er denn? Einige Bahnen weggeschafft, war es, aber von der Seite her sieht das nicht so aus, als wenn das sehr effizient ist hier. Wir wollen hier ja nichts verschenken, ne? Wo wir die Sojabohnen dann schön loswerden. So, das Ding ist leer. Aber hier die Spuren, die Reifenspuren, die fahren wir jetzt schön wieder rein. Wunderbar. Und lassen ihn weitermachen hier, ne? Perfekt. 45% drin, okay. Ja, gleich mal gucken. Wir fahren mal einmal ums Feld drumherum. Das hier sind mindestens 4 Bahnen, die er hier weggemacht hat, würde ich mal behaupten. Ich fahre einmal drumherum und dann werden wir den auf dem Rückweg dann diese Bahn machen lassen, die nächste Bahn machen lassen, danach die auch noch und dann werde ich ihn abtanken während der Fahrt. Ja, hier warte mal, 1, 3 Bahnen waren das, okay. Ja, ein schöner Hof, ne? Was ist denn das für einer? Kleiner Nebenhof irgendwie. Okay. Auch recht schnuckelig. Ich glaube, für Soja gibt es auch ein bisschen was, ne? Gucken, ob ich ihn seine Böhnchen schon entlocken kann hier. Hast du das Gefühl, hier kommt ganz schön was runter, oder? Gucken wir mal, wo wir die Sojabohnen am besten loswerden. Sojabohnen, direkt unten drunter. 2009, 2003, 2037, Agrarhandel.
2044, Landhandel Oberlausitz. Kaufen die das oder verkaufen die das? Nee, an Multifort Einkaufs. Das ist der Verkaufspreis, okay. Alles klar. Landhandel Oberlausitz, 2044 geben die dafür. Das ist nicht schlecht. Da setzen wir mal die Markierung. Und da werde ich den ersten Anhänger gleich abliefern. Mal gucken. Dieses Feld werden wir in dieser Folge nicht schaffen. Das werde ich zwischen den Folgen fertig machen. Oder weitermachen, wenn der Anhänger voll ist. Genau, das können wir natürlich auch machen. Mal gucken. Wir schauen mal. Wir haben ja noch 4 Minuten. Nicht immer so maßlos überziehen, gell? Ist denn der Landhandel da hinten, okay? So. Da kommt schon gut was runter, auf jeden Fall. Wir können gleich mal gucken, wenn wir am anderen Ende sind. Unterschied zu den Sonnenblumen, das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Was jetzt hier tatsächlich lukrativer ist. So. Okay. Den lassen wir erstmal wieder fahren. Wir gucken nochmal ganz kurz. So, wir haben ja jetzt Soja, Sonnenblumen, 1000. Das ist ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall eine Ecke mehr. 2004, 2045 kriegen wir dafür aktuell. Ja. Das ist schon ein ganz guter Preis, würde ich sagen. Weg damit. Was weg ist, ist weg. So, in diesem Sinne, liebe Leute, würde ich mal sagen, lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da, lasst einen netten Kommentar da. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder rein. Dann werden wir hier diesen Anhänger voll haben. Und wir fahren damit dann zum Verkauf. Und gucken mal, was wir dann an Kohle dafür bekommen. Ja, dann geben wir das Pachtfeld zurück. Und dann haben wir Dezember, ne? Dann werden wir jetzt mal auf das Wetter gucken tun hier, ne? Auf das Wetter. Wo ist das Wetter? Das Wetter. Wetter, 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 Wetter. Hallo? Da. Dann kommen wir Dezember, Sonne, Sonne, Sonne. Das ist alles Sonne. 6 Grad, es wird kälter, aber wir können nicht mehr wirklich irgendwas machen. Vielleicht können wir irgendwelche Auftragsarbeiten leisten. Keine Ahnung, Feldflügen oder sowas. Aber ansonsten. Mit Ernten und so weiter würde ich behaupten, das war's. Ja, wie gesagt, wir sehen uns wieder, wenn die Karre voll ist hier und beziehungsweise in der nächsten Folge und da wird sie voll sein. Und in diesem Sinne erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.